Ich habe da schon mal das Lenkrad eingestellt. Thrustmaster T300 hast du nicht gesehen. Und dem Profil schon mal einen Namen verpasst. Und nun wollte ich das mal mit euch gemeinsam angucken. Mal sehen, wie gut es uns einführt in das Spiel. Und damit geht dann auch so die Zeit der Motorsportspiele fast zu Ende. Ich glaube, ich habe nur noch ein oder zwei und dann ist die Serie durch. Aber da habt ihr auch nicht was zu gucken, falls es euch interessiert. So. Solo. Multiplayer wollen wir nicht. Gehen wir mal in Solo rein. Karriere, Rallye-Schule. Das ist das, was ich suche. Haben die Spiele ein Tutorial oder nicht? Dafür habe ich extra einen Kanal eingerichtet. Ne? Wie ihr sehen könnt, die Opa Razzi Tutorials. Da sammle ich diese ganzen Spiele, wo ich mir das Tutorial anschaue und hoffe, da können andere von profitieren. Die Rallye-Schule hilft Ihnen, ein besserer Fahrer zu werden. Von Grundlagen des Rallye-Sports bis hin zu fortgeschrittenen Techniken. Beachten Sie bitte, dass man Ihnen diese Kurse auch anbietet, wenn Sie den Karrieremodus durchlaufen. Ja, das ist ja schon mal sehr schön, dass das überhaupt angeboten wird. Und zweitens, dass eine sprachliche Begleitung da ist, auf Deutsch und schriftlich auch nochmal. Das finde ich schon mal super. So, jetzt kann man sich das aussuchen. Man kann die Grundlagen nehmen: Zweiradantrieb, Allradantrieb, Allradantrieb 2. Und da gibt es noch mehr, so wie es aussieht. Da die Punkte rechts oben darüber, die zeigen, dass da wohl noch ein Menüpunkt mehr sein könnte. Ne, das sind 5 Punkte und angezeigt werden 4. So, dann wollen wir mal runtergehen. Gebetbuch, Länge, Winkel, Ausfahrt. So, lernen Sie die Grundlagen des Gebetbuchs. Selber lerne ich, das habe ich noch nicht verinnerlicht. Also, ist aber gut. Auto DS3 R3 Max, 2 Antriebsräder, Gewicht PS 234, fast wie mein privater natürlich. Loco. Achten So. Sie auf die Zeichen und hören Sie dem Co-Piloten gut zu, der Ihnen ansagt, was kommt. Dadurch können Sie bevorstehende Probleme erkennen und Ihre Fahrweise darauf einstellen. Hey, das ist ja stark. Da kann man sich auch noch eine Demo vorher angucken. Das machen wir mal. Rechts 4. Links 4. Rechts 3 hin. Links 3 kurz. Links 3 auf. Rechts 4 lang. 20. Links 1 hin. Rechts 2. Geschafft. Boah, das ist also, oder habe ich sie nicht verstanden? Ich gucke sie mir noch mal an. Rechts 4. Links 4. Rechts 3 hin. Links 3 kurz. Links 3 auf. Rechts 4 lang. 20. Links 1 hin. Rechts 2. Geschafft. So, kann ich jetzt losfahren wahrscheinlich, ne? Rechts 4. Links 4. Oh. Rechts 3 hin. Links Ah! 3 kurz. Links 3 auf. Das Rechts Lenkrad ist 4 aber lang. schlecht eingestellt. Oh. Links 1 in rechts 2. Geschafft. Da muss ich wohl noch mal ran, ne? Rechts 4. Links 4. Rechts 3 in links 3 kurz. Links 3 auf, rechts 4 lang.
20, links 1, in, rechts 2. Geschafft. Ich bin zu langsam gewesen. Anderthalb Sekunden, da muss ich nur so ein bisschen schneller. Hm? Einmal mache ich noch. Rechts 4. Links 4. Rechts 3 in, links 3 kurz. Links 3 auf, rechts 4 lang. 20, links 1 in, rechts 2. Geschafft. Ja, geschafft. So, dann wollen wir mal die Lektion wechseln. So, was haben wir denn jetzt hier? Was muss ich jetzt machen? Nochmal. Achso, da kann ich hier. Wir versuchen es damit mal. Da kann man nicht weiter. Man muss die vorher absolviert haben. Ja, gut, das ist ja im Prinzip aber auch das, was ich wissen wollte. Ne? Zweiradantrieb. Aha. Bahnkurven mit Handbremse driften. Schotter. Nochmal zurück. Was haben wir hier? Allradantrieb. Reifenstrategien, Abfolge von Bodenwellen, Asphalt beschleunigen und stoppen. Handbremse, Powerslide, alles erproben. Ah, da ist noch eine fortgeschrittene Technik, wie ich sagte. Ne? Also da haben sie bei Allradantrieb ja jede Menge drin. Also ich denke mir mal, da kann man auch viel gebrauchen fürs richtige Leben. Mal gucken, was hier noch drin steht. Mit linkem Fuß oder Handbremse bremsen. Bremsen oder beschleunigen. Skandinavien Flick. Ist auch immer beschrieben und auf Deutsch. Ja, das ist eigentlich schon das, was ich wissen wollte. Also die Einführung ist der Hammer. Ne? Da kann man wirklich nichts sagen. Dann werde ich damit auch das Spiel beenden. Und WRC 7 gleich starten. Hiermit waren wir ja schnell durch. 9 Minuten knapp. Ich glaube, das ist eines der schnellsten Videos gewesen hier, oder der kürzesten, besser gesagt. Ja, also das ist schon mal gar nicht schlecht. Hier, die kriegen von mir 2 Daumen hoch dafür. Finde ich sehr gut, die Einführung. Ja, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.